Hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Palworld, wir machen weiter. Wir sind inzwischen Level 20. Und ich habe erlernt jetzt dann die Gigasphäre, also nochmal eine neue Einfangssphäre. Die Waffenwerkbank, die wir bauen sollen, um das Lager zu verbessern. Und ein olympisches Feuer, was das Arbeitstempo für die Pals erhöht, die Feuererzeugung machen. Eisen hatte ich nochmal gekloppt, also Erze. Die brennt er gerade schön durch. Und dann werden wir erstmal jetzt das olympische Feuer. Die Barren sind schon fertig, aber sie sind noch hier drin. Das zählt dann halt nicht. Dann werden wir das olympische Feuer jetzt noch neben die Werkzeugkiste stellen, dass die ganzen Handwerker schneller werden mit ihren Fähigkeiten. Dann gucken wir, dass wir die Waffenwerkbank jetzt herstellen. Manchmal helfen sie wieder alle mit. Total verrückt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Folge. Und wie gesagt, ich hatte ja noch so ein anderes Survival-Game in petto, aber es ist leider nicht released. Müsste jetzt irgendwann die Tage passieren. Dann muss ich sehen, wie ich es zeitlich schaffe, ob wir die tägliche Frequenz Palworld beibehalten oder ob es dann wieder jeden zweiten Tag oder sowas gibt. Das muss ich dann mal sehen. Wenn ich das alles unter den Hut kriege. So, sehr schön. Das Ding gebaut. Dann haben wir unsere Waffenwerkbank. Ich habe übrigens festgestellt, dass wir in der hitzebeständigen Kleidung doch nachts frieren. Also die ist doch wohl wirklich nur dann für tagsüber und warme Gebiete. Produktion, ne? Waffenwerkbank. Wie kriegen wir dann noch irgendwas? Was fehlt uns da? Nägel. Hatten wir doch herstellen lassen hier. So. Die Waffenwerkbank, die stellen wir... Oh, es ist alles ein bisschen blöd hier. Stellen wir nochmal hier so mit dazu. Da kommen die zwar nicht so geil ran, ist auch doof. Obwohl, ist eigentlich egal. Stellen wir das hier nochmal hin. Dann gucken wir da mal rein. Vielleicht können wir denn da auch diese verbesserte Enterhakenpistole bauen, die wir schon durch so einen Punkt erlernt, einen antiken Punkt. Yippie! Mission erfüllt. Lagererweiterung, sonst vergesse ich das. Haben wir nochmal einen Schlafplatz mehr hier. Schade, dass wir hier nicht bauen können. So. Mögliche Lager bleibt bei 2, aber wir kriegen einen Arbeiter dazu. Setze einen Pal für Arbeiter im Langheim, baue Pal Flauschbett. Ah, das sind dann die neuen Betten irgendwann. Ja, im Moment erstmal nicht notwendig. Wenn ich wüsste, wie wir Dings kriegen, Alter. Honig. Wir müssen nochmal alles durchgehen gleich. So, was können wir denn hier machen? Da, Enterhakenpistole. Mega Enterhakenpistole. Da ist sie doch. Verbessert es mit Modellen mit höherer Reichweite. Wir brauchen dann immer noch schön Metall. Wir haben jetzt, die können wir nochmal herstellen. Boah, es sind aber noch hier einige drin. Wir brechen mal ab. Und geben nochmal alles, was wir jetzt gerade noch haben, in Auftrag. So. Jetzt können wir die verbesserte bauen. Ach, die lassen wir einfach herstellen und momentan haben wir die andere. Dann haben... Also jetzt können wir wieder nicht reingucken während der Produktion. Das ist auch immer doof. Genau, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz alles durch. Ich will jetzt nochmal primitive Werkbank. Palbox, Reparatur. Betten, Reparatur. Eine Schlingenfalle. Der Bärengarten. Bären anbauen. Die Viehfarm. Eine für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weise der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Jetzt testen wir nochmal was. Wo ist denn unser kleines, süßes Schmetterlingspal? Boah, ich sehe schon lauter von lauter Pal nichts mehr. Wo bist du? Bist du draußen oder drin? Da. Okay, du bist hier irgendwo.
müssen dich nur finden. Ach, das machen wir auch ganz einfach. Einpacken und wiederholen. Komm mal her. Kann man dich hier, dass du Honig produzierst? Nee. Viehfarm kann... Also die produziert schon mal keinen Honig. Ach, schade. Okay, wir machen nochmal weiter. Lisette, Möbel. Holz und Stein. Schild, Sättel, Baseballschläger, Bogen, Pfeile. Hölzernes Aufbewahrungsset, Sandsack. Fangeisen, Hochofen. Ne, da müssen wir mal gucken, wo die Schmetterlinge sind. Und dann mal ein paar Schlachten. Fellrüstung, Fleisch dabei, um Honig zu produzieren. Beziehungsweise zu holen. Übungsdummy. Da fehlt uns noch Falz. Den Sattel. Weizenfeld. Für Weizen. Feuerheizung. Gleiter. Bauset. Eiskühle. Hält dein Lager kühl, schützt vor Hitze. Und schützt vor Hitze? Ja, wir haben es nachts kalt, können wir hier nicht gebrauchen. Zuchtfarm. Hier kannst du zwei Peitsche schicken im Eierling setzen. Als Motivation zum einen wird Torte benötigt. Ja. Und die brauchen wir, dafür brauchen wir Honig. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt aktuell noch nichts dafür. Das können wir jetzt so festhalten. Dann Abfahrt. Wir machen weiter, Leute. Im Geschehen. Vielleicht finden wir ja diese kleinen Schmettis, Schmetterlinge. Wer macht hier schon wieder Alarm? Haut ab. Diese Feuerkollegen sind immer ziemlich aggro, ey. War noch ein Ei hier unten, aber das ist erstmal irrelevant. Aber die Sphäre nehmen wir nochmal mit. So, wir hatten hier noch Hunger. Und wir selber haben gar nichts mehr zu futtern. Wir sind super vorbereitet, aber es macht nichts. So, wir wollen jetzt in die Richtung da. Genau, da unten ist doch schon was Schönes. Da oben ist noch eine grüne Statue. Wenn wir langsam fliegen, sollten wir es schaffen darüber. Auf der Spitze, weiß ich nicht, ob wir da schon geguckt haben. Na los, lade ich auf. Irgendwo werden wir die kleinen Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen hatten irgendwo. Dann dachten wir, killen die mal die erstmal, weil die. Die droppen Honig. So. Da ist die Statue und da ist die Arena. Aber da sind wir noch zu low für. Das ist Level... Obwohl, Level 23 ist wieder Pinguin. Könnten wir theoretisch versuchen, Leute. Habe ich eigentlich mein Team mit? Ja, könnten wir es eigentlich mal versuchen. Machen wir auch. Ich habe ja gerade eh nichts zu verlieren, hätte ich fast gesagt. Zu tun, hier unten ist auch nochmal eine Statue. Boah. Wie viel von den... 6 haben wir von den grünen, ich weiß. Ich hoffe, die reichen, ey.
Erstmal machen wir uns das, die Statue hier. Bräuchte noch so ein paar Sphären, ein paar grüne, falls die nicht reicht. Mich würde auch natürlich dieses Tier gerne einfallen. So. Aber wir gehen nochmal runter. Ein Strand, da hatten wir noch. So, noch ein Camp. Eine Höhle. Da hat man noch ein Figürchen. Ich glaube, wir brauchten 15 für den nächsten Fanglevel. Wer ist denn ausgehungert? Wir oder was? Ja. Bären haben bei uns immer noch gute Futtereigenschaft. Die Meeresbuchtminen. Was haben wir hier drin? Schauen wir uns mal an. Wir leveln gerade unsere Energie wieder. Weil sterben tust du nicht, haben wir gesehen. Das war jetzt durch nicht aufpassen, sind wir verhungert, aber wir sterben nicht. Gleich. Immer wieder ein Händler drin. Ne? Hier haben wir wieder einen Händler. Hals im Angebot. Hehlerware. Verbotene Arten. Richtige Hehlerware, Junge. Was wir noch nicht hätten, sind Tetris und Lunaris. Handwerkstufe 3 ist natürlich geil, ey. Da müssen wir mal ein paar Coins holen. Die kaufen wir uns. Aber wir wissen eh nicht, was wir machen sollen. Wahrscheinlich finden wir die natürlich irgendwann sowieso. Aber was sollst du sonst damit machen? Das hier hat alles Stufe 2. Dann holen wir uns mal 5000 und 12.000, 17.000 Coins haben wir doch, glaube ich, noch gar nicht. Aber wir können auch erstmal jetzt... Tja, wir haben zu wenig grüne Sphären, ey. Wir können natürlich auch erstmal oben den Boss nochmal die Arena versuchen. Wir müssen eh noch ein bisschen Gesundheit tanken gerade. Da wäre jetzt der Elefant ganz gut. Jetzt, wo du nicht im Kampf bist. Der dich, dann kannst du auch stehen bleiben in aller Ruhe. Der kann dich da mit deinem Heil-Dingsbums besprühen. Aber im Kampf ist das halt kacke, weil alles stillsteht dann. Und dann, wie gesagt, wenn du dann One-Hitten, die dich unter Umständen, wenn du zu früh... Boah! Low Level, da wen angreifst. Nochmal hoch an die Statue, Leute. Wir natürlich auch erst den Boss folgen. Ich hätte gerne noch so ein paar grüne Sphären gefunden, ey. Wir haben eben auf diesen King Packer hatten wir auch ein paar draufwerfen müssen. Nochmal ein Ei, aber das brauchen wir jetzt nicht. Die Statue. Komm. Oh, es ist so doof gemacht, ey. Das sind halt die Unterschiede, ne? Zu AAA und Co. Es ist einfach so, das muss man so sagen. Es hat so eingeschlagen wie eine Bombe hier, weil es auch jede Sau spielen kann. Darunter auch viele Kiddies. Ist nicht zu schwer. Geht, dauert alles nicht so lange. Da ist nochmal eine Sphäre. Wird eh dunkel. Können wir eh schlafen. Notizen. Notizen eines Schiffbrüchigen, Tag 38. Oh Gott, das ist alles durcheinander. Das ist die Statue hier.
Als ich immer weiter vom Ort Ankunft entfernte, entdeckte ich eine riesige Statue, die ein Pfeil darzustellen schien. Ich bin mir nahezu sicher, dass auch sie das Vermächtnis jener antiken Zivilisation ist, aber warum haben ihre Menschen eine solche Statue geschaffen? Meine bisherigen Erkenntnisse zufolge schienen die Menschen hier mit dem Pfeil aus ihren Partnern zusammenzuleben. Aber die Errichtung eines solchen Statue lässt vermuten, dass Pfeils auch Objekte irgendeines religiösen Glaubens gewesen sein könnten. Ich frage mich, ob es Pfeils gibt, die sowohl für Menschen als auch für die übrigen Pfeils einen besonderen Platz einnehmen. So, wir heilen jetzt noch nebenbei ein bisschen. Wir greifen jetzt einfach schon mal ein, Alter. Was soll's? Gucken hier einfach schon mal rein. Da hinten ist noch... Ne, eine Sphäre haben wir da nicht. Nur so eine Figur nochmal. Rot ist gut. Da haben wir noch ein bisschen was zu futtern, ey. Palladiumbruchstück. Versuchen wir es einfach mal, Leute. Gucken hier einfach nochmal rein. Die ist auch Level 23, hat man gesagt. Oder was das hier ist, ne? Quivern, ja. Repariert sind wir. Pfeile haben wir auch noch ein paar. Starten wir mal mit King Packer. Erstmal mit dem Igel. Daumen drücken. Ja! Ist die hübsch. Igel wieder mitnehmen. Nächsten rein. Er ist nicht agil genug hier. Der liegt schon. Können wir also nicht gebrauchen. Den packen wir. Hat nichts gebracht. Der Säureregen oder was das ist, Giftregen, killt meine Instant, Alter. Das ist nicht gut. Ja. Also wenn der Säurewolke kommt, einpacken. Schnell, der Schuss. Schild ist down. Nächstes One-Hit. Giftregen.
Komm schon! Ja, Mann! Sehr gut. Gut gemacht, mein kleiner Freund. Sehr schön. Haben wir die Quivern auch erledigt. Und wir haben inzwischen noch 2 antike Technologiepunkte. Brutkasten. Kleiner Futterbeutel wollte ich noch lernen. Autofütterungsslot frei. Bei Hungern wird das Slot ausgerüstet und Essen automatisch verbraucht. Ja, das werden wir mal machen. Müssen wir nur noch herstellen. Das war nämlich das hier irgendwie. Muss man erst herstellen. Coole Sache, Freunde. Jetzt müssen wir uns aber erstmal reparieren. Wie sieht's aus hier? Ja. Dungeon verlassen. Wir haben auf jeden Fall immer wieder die Chance, hier reinzurennen. Ne? Die werden immer wieder respawned. So, oh, jetzt die Statue da hinten. Erstmal nach Hause. Steam zum Heilen. Ist dunkel, ich sehe nichts. Das Team zum Heilen in die Box legen. Und natürlich, wo ist die Brücke hier? Wir hätten noch eine Fackel hier irgendwo. Zum Heilen in die Box legen, genau. Und dann ist natürlich die Quivern mal anschauen. Aber unser King Packer konnte jetzt nichts machen, Alter. Der war einfach nur nutzlos. Komischerweise. Die Nacht ist doch eh gleich zu Ende, glaube ich. Ja, Tag fängt schon an. Erstmal reparieren alles. Sehr schön. Komm, die Nägel noch machen hier, Leute. Was ist mit der Enterhakenpistole? Auch noch nichts weitergegangen, weil Nacht war, ne? Er macht aber erstmal ein Kaminende drinne. So, erstmal in die Box reinlegen, den ganzen Kram. Zum Heilen. Da ist er. Gucken wir uns gleich mal an hier. Was machten die eigentlich? Transportstufe 3. Oh, bist du ein Feini, ne? Du bist ein Feini. Ein Feini. So. Draufgegangen. 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 Den Acker-Typen brauchen wir aber nicht. Mehr, der war irgendwie nutzlos im Moment jedenfalls, aber wir können ja irgendwann mal drauf reiten, wenn wir dann den Sattel erlernt haben. So, die können jetzt erstmal heilen. Das bedeutet, er macht weiter die restlichen Barren hier. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sortieren wir erstmal wieder unser Inventarkram. Repariert sind wir. Dann. Ach ja, die Coins. Wir wollten ja uns noch was kaufen, aber wir müssen erstmal Essen machen, ey. Wie Coins haben wir denn? 19.000. Ja geil, nehmen wir alle mit. Oh, jetzt kriegen wir einen Überfall. Jetzt kriegen wir einen Überfall. Aber die kommen hier nochmal eh nicht rein. Was ist denn jetzt hier? Komm! Dass wir hier weiter an die Bank herstellen können und gucken können. Bin gespannt, Leute. Damit sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge fast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir machen gleich das Tor auf, wenn die da vorm Tor stehen. Und dann können die sich hier richtig betteln. Da, wo ist hier so ein verfickter? Wir sind schon vorm Tor. Na los, komm, wir machen mal kurz auf. Oh!
Sind wir so ein Nachtvieh? Ja, ne? Den auch. Komm schon. Endlich. Nee. Wenn ich ihn nur mehr verletze, dann ist er down. So wie eine Kugel. Ja, damit kriegen wir eine. Sehr schön. Grüne Sphäre jetzt. Müssen wir bald mal reparieren, den ganzen Scheiß. So, Pinguin her hier. Machst du das? Ach, der löscht. Die löschen auch. Wie geil ist das denn, ja, bitte? Habt ihr das gesehen? Da, hilft mit. Werkbank. Macht er nicht. Er macht's einfach nicht. Jetzt machen wir noch ein paar Aufräumkleckerarbeiten. Das müssen wir jetzt fertigstellen, dass wir sehen, was am Ende da noch zu machen ist für uns. Ich muss dann immer wieder ein bisschen Eisen holen. Brauchen bestimmt immer Metall für die ganzen Waffen. Und so eine Schmetterlinge müssen wir nochmal finden, ey. Wenn wir mal ein bisschen Honig fahren. Müssen wir irgendwann mal. Die werden wir durch Zufall schon irgendwann sehen. Ne? Können wir mal ein bisschen mal so eine Zucht testen, ne? So, jetzt haben wir die Enter. Das ist die Enterpistole. Und das ist die andere Enterpistole. Oh nein, die mal entsorgen. Schade, dass du nicht zerlegen kannst. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine Werkbank für oder so. Haben wir die jetzt auch. So, was haben wir denn jetzt hier noch drin im Moment? Noch gar nichts. Kommt wahrscheinlich alles erst rein. Genau, es ist nur separiert nochmal.